Etwas zu wollen ist niemals hilfreich. Warum ist es niemals hilfreich? Weil wenn du etwas willst, dann sagst du gleichzeitig dem Universum, der Welt und dir selbst, dass du das noch nicht hast, was du willst. Und wenn du sagst, du hast etwas noch nicht, dann lebst du in einem Paradigma des Mangels und nicht des Überflusses. Das heißt, du sagst quasi, dir fehlt noch etwas. Du bist noch nicht vollständig. Es fehlt dir noch irgendwas. Du willst noch irgendwas, um dich vollständig zu fühlen. Und immer wenn du irgendwas willst, wenn du auf etwas hinarbeitest, wenn du etwas unbedingt haben willst, dann sagst du quasi deinen Zellen im Körper durch deine Gedanken, ich habe das noch nicht. Und das führt zu einem Mangelparadigma, und Mangel bedeutet immer leiden, andere beneiden, sich selbst nicht vollständig fühlen, diese Vollständigkeit auch nicht mit anderen teilen zu können dann. Das heißt, das ganze Leben auf der Suche zu verbringen und aus allem etwas herausholen zu wollen. Nicht nur aus Dingen, aus einem Beruf, sondern auch aus anderen Menschen. Und das führt dann auch zu problematischen Beziehungen, zu problematischen Freundschaften, zu wenig Intimität. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass unsere Zellen im Körper alles hören, was wir denken. Das heißt, Gedanken, die wir immer wieder denken, und es gibt Gedanken, die denken wir schon seit Kindesbeinen an, immer, immer, immer wieder. Diese Gedanken sind uns oft gar nicht bewusst. Wir wissen also gar nicht, dass wir das denken. Aber wir denken das, und unsere Zellen haben das quasi schon aufgesogen, was wir denken. Und diese Zellen reagieren darauf. Das heißt, die reagieren dann darauf mit körperlichen Beschwerden zum Beispiel. Die Zellen im Gehirn reagieren darauf mit Eifersucht, Groll, Neid. Das produziert Emotionen. Diese Emotionen haben wir gelernt, nicht zu fühlen, sondern zu unterdrücken, weil wir die nicht fühlen wollen. Das heißt, wir produzieren also dadurch, dass wir etwas wollen, ein Paradigma des Mangels. Unsere Zellen, unser Körper hört das, der produziert Krankheit. Unsere Psyche, unsere Mentalität produziert Drama in Beziehungen, in Freundschaften, blockt ab bei einem gewissen Grad von Intimität. Und das produziert wiederum Emotionen, negative Emotionen wie Angst, Wut. Und diese Emotionen haben wir nie gelernt, frei herauszulassen, weil wir auch gar nicht verstanden haben, woher diese Emotionen kommen. Sie sind uns fremd, und deswegen haben wir Angst vor diesen Emotionen. Wir haben also Angst, wenn wir da was spüren, weil wir nicht wissen, womit es wir zu tun haben. Wir müssen also erkennen und verstehen, woher das kommt, aus welchem Paradigma die Gedanken kommen, warum wir die Gedanken immer wieder denken, dass unsere Gedanken meistens unbewusst waren bis zum heutigen Zeitpunkt. Und dass diese Gedanken dann diese negativen, schweren Emotionen verursachen. Und wenn wir verstehen, woher die Emotionen kommen, und wenn wir verstehen, dass wir diese Emotionen selbst geschaffen haben, dann verlieren diese Emotionen ein bisschen ihre Schwere. Und wir können diese Emotionen endlich annehmen und sie bejahen, sie als eigene Babys erkennen und sie dann fühlen, bewusst bejahend fühlen, und dann können sie gehen. Das heißt, dieser ganze emotionale Ballast kann dann endlich gehen. Dazu müssen wir aber erstmal verstehen, woher unsere Emotionen kommen, damit wir diese Angst vor diesen Emotionen verlieren. Und es ist sehr, sehr wichtig, einfach die Gedanken zu ändern. Das, was wir immer wieder denken, oder zu erkennen, dass wir einen Gedanken immer, immer, immer wieder denken und dass wir nichts wollen, sondern dass wir die Dinge bereits haben. Denn wenn wir etwas wollen oder wenn wir gegen etwas Widerstand leisten, zum Beispiel wenn wir etwas wollen, heißt es ja, wir haben es noch nicht. Das heißt, wir leisten der aktuellen Situation, in der man jetzt ist, Widerstand. Und allem, was man Widerstand leistet, zieht man an, weil man ihm Energie gibt. Man richtet also die Aufmerksamkeit auf das, was man nicht hat, weil man etwas will. Das heißt, dass man etwas will, heißt jetzt nicht, dass man die Aufmerksamkeit auf das richtet, was man will, sondern man richtet indirekt, und das verstehen die meisten Leute nicht, die Aufmerksamkeit auf das, was man nicht hat. Das ist das Wahre, worauf man die Aufmerksamkeit richtet, wenn man etwas will. Und erst wenn man aufhört, etwas zu wollen, dann können sich die Tore öffnen für diese Sachen, und die können dann in das Leben reinkommen. Wenn man verbissen ist, richtet man die Aufmerksamkeit auf seinen Mangelzustand. Das führt dann zu dieser Negativität, zu diesen negativen Emotionen, und das führt eben dann dazu, dass diese Dinge niemals ins Leben kommen können. Das ist ein kleines Video dazu. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.